Daniel Günther, Sie haben selbst dazu beigetragen, dass der Parteitag im Vorfeld eine gewisse Dynamik schon erreicht hatte, bevor er überhaupt angefangen hatte. Die Medien haben nonstop darüber berichtet, mögliche Zerwürfnisse, die Einwürfe von Friedrich Merz, die Kommentierung anderer. Haben Sie selbst da auch unnötig Stimmung reingebracht? Nein, ich glaube, es ist notwendig gewesen, auch eine Debatte, die begonnen hatte, ein bisschen auch abzuwürgen, weil ich fand, es war schon auch ein schlechter Stil, auch schlecht über die Bundeskanzlerin zu reden, auch über unsere eigenen Verdienste schlecht zu reden. Ich glaube, so kann man Menschen nicht überzeugen, wenn man über seine eigene Arbeit schlecht spricht. Und deswegen habe ich mich zu Wort gemeldet mit einer etwas deutlicheren Ansage. Aber ich glaube, diejenigen, die gemeint waren, haben es auch verstanden. Dann könnte man im Gegenzug aber sagen, wenn die Leistungen der Kanzlerin und der Bundesregierung unter Unionsführung so gut sind, dann könnte sie sich ja auch mehr einbringen. Ist das jetzt nicht mehr gewünscht? Doch, das ist auf jeden Fall gewünscht. Und ich glaube auch, dass die Bundesregierung auch eine gute Arbeit leistet in vielen Bereichen. Aber sie redet eben Arbeit auch häufig schlecht, indem über SPD schlecht von Seiten der CDU geredet wird und umgekehrt genau das Gleiche. Ich glaube, wenn man gemeinsam Verantwortung trägt und auch Menschen von der eigenen Arbeit überzeugen will, dann heißt es eben auch, dass über die eigene Arbeit auch gut gesprochen wird. Und das soll nicht beschönigen, dass wir nicht auch Probleme und Herausforderungen haben. Aber ich finde, wenn man etwas gemeinsam auch verabredet hat, wenn man etwas gemeinsam beschlossen hat, dann muss man auch gemeinsam dazu stehen und dafür werbe ich einfach. Aber das müsste dann ja auch bedeuten, dass die Kanzlerin, auch wenn sie nicht mehr Parteivorsitzende ist, mehr in die Arbeit der Union eingebunden wird. Also sonst hat man ja nichts davon. Naja, aber die Kanzlerin ist ja in die Arbeit der Union auch eingebunden und selbstverständlich ist es aber auch immer so, wenn man eine Regierung führt, dann trägt man auch Gesamtverantwortung für das, was eine Regierung auch beschließt. Von daher muss eine Kanzlerin natürlich auch immer ein Stück weit auch die gesamte Bundesregierung repräsentieren und dafür haben wir jetzt auch eine Parteivorsitzende, um eben auch das Profil der Union auch deutlich sichtbarer zu machen und das zeigt dieser Parteitag, dass wir da auch ganz erfolgreich dran arbeiten. Ja, man hat den Eindruck, alles geht so reibungslos durch, alles ist so abgeräumt worden. Aber Reibung erzeugt ja auch Aufmerksamkeit und möglicherweise auch eine Wirkung von Aufbruch. Jetzt ist es ja fast so, wie früher alle Parteitage waren. Alles wird durchgewunken, als es noch so spöttisch Kanzlerin-Wahlverein hieß. Naja, wir haben ja schon, finde ich, spannende Debatten heute gehört und gestern. Ja, aber die von der Dynamik her und der Kontroverse war es doch sehr übersichtlich. Na gut, aber wir haben ja nun nach dem Bericht der Parteivorsitzenden, ich glaube insgesamt 33 oder 34 Wortmeldungen gehabt mit Debattenbeiträgen in unterschiedliche Richtungen. Das gehört eben zur Union auch dazu. Wir haben, glaube ich, über 500 Anträge, die wir miteinander diskutieren. Die ein oder andere Kontroverse ist durch einen Kompromissantrag beseitigt worden. Aber das gehört eben auch dazu, dass man in der Partei nicht auf Maximalforderungen besteht, sondern dass man auch unterschiedliche Flügel auch einbinden muss. Und zum Thema Grundrente ist eben auch wichtig, dass man nicht nur die MIT an der Seite hat, sondern dass die CDA auch zustimmen kann. Und von daher finde ich, das gehört auch dazu. Und trotzdem diskutieren wir ja in der Sache heute auf dem Parteitag eine ganze Menge anderer Anträge. Sie regieren in Schleswig-Holstein ja auch mit den Grünen. Das scheint relativ reibungslos zu funktionieren, genauso wie es in Hessen der Fall ist. Jetzt sagt Markus Söder, die Grünen gehen immer weiter nach links. Nicht zuletzt durch den Parteitag in der vergangenen Woche. Eigentlich kann man mit denen nicht paktieren oder koalieren. Täuscht er sich da oder sind die Grünen in Schleswig-Holstein einfach anders? Ich glaube, ob man miteinander zusammen regieren kann, hängt auch immer von Menschen ab. Ich glaube, dass es dann funktioniert, wenn man gegenseitig ein Vertrauensverhältnis hat. In der Tat ist es so, dass CDU und Grüne erhebliche Hürden auch voneinander trennen, was Inhalte angeht. Das ist bei uns in Schleswig-Holstein auch nicht anders. Aber dann wäre es ja mit Robert Habeck an der grünen Bundesspitze ja eigentlich einfach. Den kennen Sie ja schon lange. Ja, ich kenne ihn gut und andere in der Union kennen ihn ja auch gut. Und ich glaube, er wäre auch jemand, mit dem man gut zusammen auch auf Bundesebene regieren kann. Und ich mache ja auch keinen Hehl daraus, dass ich glaube, ein Jamaika-Bündnis hätte auf Bundesebene eine andere Strahlkraft gehabt. Aber wir sind nicht bei Wünsch dir was. Wir haben jetzt eine große Koalition und müssen uns da zusammenraufen. Aber generell gilt aus meiner Sicht, mit den Grünen, mit vernünftigen Menschen in der Grünen Partei kann man gut zusammen regieren. Und wir stellen das ja auch in den Bundesländern unter Beweis. Wenn man mit den Grünen regiert, heißt das unter Umständen auch für die Union, die Städte komplett aufzugeben. Die Grünen werden auch immer erfolgreicher auf dem Land. Ist dieser Kampf schon auf Dauer verloren? Nein, den Kampf müssen wir gewinnen. In der Tat haben wir in den Städten erhebliche Probleme. Gerade in den Wahlkreisen, die früher auch für die Union in den Städten Hochburgen waren, haben wir mittlerweile starke grüne Ergebnisse. Und das heißt aus meiner Sicht, dass man sich in den nächsten Wahlkämpfen auch sehr genau darauf konzentrieren muss. Was kann man von den Grünen lernen?
Man kann von den Grünen lernen, dass die sich keine Flügelkämpfe leisten, dass sie zwar innerparteiliche Debatten über Inhalte führen, aber eben diesen Streit, den man in der Vergangenheit auch von den Grünen gewöhnt war, die gibt es heutzutage nicht mehr. Die machen mit Fröhlichkeit Politik, die wollen Menschen nicht mehr erschrecken. Und das ist, finde ich, schon was, was man respektieren muss, dass sie da ausgesprochen erfolgreich sind. Ja, ohne konkret zu werden? Genau, das unterscheidet uns. Wir müssen konkret werden, weil wir regieren. Und das ist manchmal ein strategischer Nachteil. Aber ich glaube, am Ende zahlt es sich schon bei Menschen aus, wenn man konkrete Politik macht und auch zeigt, dass man erfolgreich sein kann. Herzlichen Dank, Daniel Günther. Sehr gerne.